Also komischerweise, wenn man Leute einlädt, dann sehen die hier ganz anders aus als im wirklichen Spiel. Das ist doch gerade Moritono. Nicht Kampfhuhn. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, die treten gerade einfach so bei. Und Urlegan ist auch da. Oh, jemand Level 3. Ich habe nur noch Kampfhuhn, sehr schön, ich freue mich. Du hast ihn nur eingeladen. Ich habe nur 116.000. Warum? Wo ist mein ganzes Geld hin? Ich bin pleite. So, Kampfhuhn ist eingeladen. Mal gucken, ob er Lust hat mitzumachen. Pleite Geier. Und hallo. Pleite Geier. Herzlich willkommen. Zurück zu GTA Online mit dem Charlie. Herzlich willkommen zurück hier zu Last Team Standing bei GTA Online. Und Kampfhuhn tritt bei. Hallo Kampfhuhn. Ach, jetzt ist die... Ich habe die Sitzung übrigens gerade nicht gestartet. Ich glaube, die... Ach nein, das ist nicht wahr. Was denn? Pünktlich zum Aufnahmebeginn bin ich gerade aus der Sitzung geflogen. Ja, ich kann dich aber, glaube ich, noch schnell einladen. Charlie's Talk Village. Bist du jetzt Host? Ich bin jetzt Host, ja. Ja, dann lad mich doch bitte nochmal gerade ein. Ah, ist das echt. Ja, sagst du Bescheid, wenn du soweit bist. Ich sag dir Bescheid. Ich habe gerade noch einen Ladebildschirm. Du hast noch genau 30 Sekunden Zeit. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich bin gerade im in GTA 5. Oh. Gerade muss erstmal wieder online kommen. Ja, Freunde, ich kann es leider nicht ändern. Das ist heute wieder. So, ich mach mal hier geschlossen. Mhm. Ja, sonst starte einfach die Folge. Du hast ja Kampfhund dabei. Hallo. War ruhig. Also noch habe ich irgendwie Zeit. Nee, starte ruhig, weil ich brauche noch einen Moment. Ich habe jetzt erstmal den Online-Ladebildschirm. Ja, ich, Ey, Almila, zack, tut Almila, so, die ist ja ruhig. Ich wurde rausgekickt. Was zur Hölle? Kann ich jetzt irgendwie stumm schalten? Das kannst du gerne mal versuchen. Ich weiß es nicht. Ob das hier während einer Mission geht? Ich habe ihn gerade rausgeworfen. Es tut mir leid, aber das quatscht zu viel. So, bist du wieder da? Es sieht so aus, ja. Allerdings habe ich gerade noch die Ansicht hier über den Wolken. Jetzt zoomt die Kamera gerade rein. Ich bin in meinem Apartment, denke ich. Ich habe mich eingeladen. Hallo. Ja, sobald die... So, ich bin in meinem Apartment. Freund in der Sitzung Moscha. Ja, das ist schön. Ich habe mich eingeladen. Hallo. Im Moment ist noch keine. Jetzt ist sie da. Ich nehme an. Ich bin eingeladen. Ja, ich trete bei. Tritt bei. Mitsu. Im Moment habe ich wieder ein Ladescreen. Ja. Ist Kampfhuhn noch da? Kampfhuhn ist natürlich noch da. Kampfhuhn wacht sehr auf. Sehr schön, Schalli, ich bin beigetreten angeblich. Ja, du bist beigetreten. Kannst du das bestätigen? Ja, ich starte gerade die Sitzung. Und ich habe gerade Mitsu im Bild, der gar nicht mehr dabei ist. Mit Level 3. Nummer 2 mit Level 3. Gucken, wie die sich schlagen. Ja, ich bin gar nicht bei dir im Team. Ich bin mit Kampfhuhn im Team. So, ich bin jetzt auch bei dir im Team. Sind wir jetzt 4 gegen 2? Ja, oh, Kampfhuhn ist ja lustig. Ja, es ist sehr nett. Das ist jetzt gerade aber nicht sehr nett, ne, was wir hier machen. Das ist mir doch egal. Ach, wir können sogar wetten. So, der Countdown zählt runter und da geht's los. Zumindest bei mir. Ja, bei mir geht's auch los. Ich habe jetzt einen grauen Matschbildschirm. Ja, ich auch. Das wird eine sehr Moment, ich versuch's nochmal. Das wird eine sehr wie heißt das Wort? Unausgeglichene, genau, eine sehr unausgeglichene Runde Last Team Standing. Ich bin fair und ich kämpfe nur mit der Pistole. La, la, la. Du und fair, ne? Ist klar. La, la, la. La, 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 la. Natürlich, ich bin auch immer fair, das weißt du doch. Du weißt, dass man mir niemals hinterherlaufen sollte, denn ich laufe geradewegs ins Verderben. So, ich schleiche mal ein bisschen. Weiter ins Verderben. Ein bisschen leben, bis wir sterben. Ich werde, glaube ich, mal schauen, ob ich hier irgendwie aufs Dach kommen kann. Irgendwas explodiert hier gerade. Ja, ich mache schon mal ein bisschen Randale. Du kündigst dich also laut und deutlich an, ja? Ja, einer muss das ja tun. Natürlich. Ich sehe die gar nicht. Aber die sind irgendwo vor uns, aber ich sehe die nicht. Die müssen hier irgendwo ganz in der Nähe sein.
Ich schleiche übrigens gerade mal ein bisschen. Du wirst plattgefahren. Ich werde plattgefahren. Und ich werde abgeschossen. Das kann sein. Das ist kurz voll. Oh, das bist du. Ich habe übrigens immer noch Kopfhörer auf. Ich weiß gar nicht warum. Also hier im Spiel, ne? Diese Pilotenkopfhörer. Bist du das? Ich komme hier gerade um die Ecke, ja. Warte mal auf mich. Ich komme hier hinterher. Warte! Ich gehe nur bis zur Ecke. Ich wollte mich hier ein bisschen verstecken. Wo sind denn die? Der eine ist. Kann das sein, dass du da ganz in der Nähe von einem Gegner bist? Nein, ich bin unter dir. Ach, hier ist Kampfhut. Bist du gar nicht. Ups, ich laufe die ganze Zeit. Nee, dann ist das irgendjemand anderes hier in meiner Nähe. Ja, aber geht das bei uns auch in der Nähe? Ich bin ja quasi bei Kampfhut. Ach, dann ist das Kampfhut, den ich da gesehen habe. Alles klar. Ja, und ich bin jetzt auch da, wo er ist. Mann, der versteckt sich aber gut, der Typ da. Allerdings. Verstecken sich beide, die fiesen Säcke. Uah! Da war es aus mit dem Moscher. Ja, ich schau da mal zu. Kollege, ach, der ist ein Sniper. Ich komme hier gar nicht auf das Dach drauf, das ist ja blöd. Warum komme ich denn da nicht drauf? Ist ja ätzend. Das Problem ist, ich wollte mir ein bisschen Überblick verschaffen vom Dach, aber ich sehe da überhaupt nichts. Hey, schleich doch. Ich habe doch den Schleichenknopf aktiviert. Achso, ich beobachte jetzt gerade dich, aber ich möchte dich nicht beobachten. Hast du einen Sniper-Gewehr? Ich glaube, du kannst... Ich habe einen Sniper. Ich kann auch irgendwie die Spieler wechseln, oder nicht? Ja, das müsste eigentlich gehen. Ich kann dein Profil anschauen, das möchte ich aber nicht. Ah, ich muss auf Zuschauen gehen, glaube ich. Was passiert jetzt? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen. Ich war ja glorreich dabei und bin direkt gestorben. Wir beide haben unglaublich viel dazu beigetragen. Ja. Wie man gemerkt hat. Also ich bin gestorben, immerhin. Ich bin nicht gestorben, aber ich habe auch keinen Kill. Ja, ich wurde ja von einem Sniper abgeschossen. Ja, ich würde sagen, wir wiederholen das nochmal, wenn die anderen Lust haben und dann gehe ich rüber ins andere Team. Das ist ja sonst blöd. Du möchtest mich nur umschießen, gib's zu. Nein, ich bin einfach nur ein fairer Spieler. Guck mal, die beiden waren Level 3. Es ist ja... Da oben will jemand in die... Was? In die Nachtschicht? Nee, Nachschub heißt das. Deathmatch. Okay. Fahrrad verleiht Flügel. Irgendjemand möchte da gern das Radrennen am Flughafen machen. Nö, das haben wir schon gemacht. Das machen wir nicht nochmal. Wer die Folgen von uns schon gesehen hat, wird die Folge ja kennen. Ich sag nur Auto. Auto beim Fahrradrennen. Der zweite Versuch mit einem Auto ein Fahrradrennen zu gewinnen. Du hattest keinen Erfolg. Nee. Das kommt dabei raus, wenn man nicht fair spielt. Sagt der mich damals umgeschossen hat. Fahrrad, im Auto. Hey, ich hab dann gewonnen. Oh, ich bin ja Host. Ja. Von was für einem Spiel denn? Ich bin nämlich immer noch im Ladebildschirm. Achso, ich bin alleiniger Host mit Moritodo. Hä? Ich bin auch Host? Nee, bei mir verlassen hier schon wieder die Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin ja auch allein hier. Ich glaube, dann... Ja, dann musst du mich gleich einladen. Ich gehe mal gerade raus. Yeah! Ich mach mal 5 Minuten ohne... Festes Limit. Oh, ich kann sogar Anzahl der Teams ändern. 2 Stück. Ich bin übrigens gerade wieder am Ladebildschirm. Das heißt, du kannst mich gerade noch nicht einladen. Ja, wenn wir gerade 3 sind, kann ich eigentlich mal Anzahl der Teams 3 machen. Falls Moritodo immer noch beitreten kann. Ja, den kannst du ja gleich auch nochmal einladen. Besitz. An sich ist das ja ganz schön, dass gerade so viele Leute hier bei uns sind, dass wir mit ein paar mehr Leuten mal hier was aufnehmen. Naja, ich bekomme eine Einladung von Kampfhuhn. Du bekommst eine von Kampfhuhn? Ja. Du bekommst gleich eine von mir. Musst du dich entscheiden. Aber irgendwie, ich glaube, ich bin auch rausgeflogen. Ich gehe mal ganz raus hier. So, tschüss. Tschüss, liebe Welt. Es ist vorbei.
Vielleicht hast du ja von Kampfhuhn auch eine Einladung bekommen. Ich bin auf jeden Fall jetzt irgendwo anders. Ich bin nicht mehr bei Crewmitgliedern drin. Das hat nicht funktioniert. Nicht kompatibel. So, kann ich denn hier den schnellen Job annehmen? Kampfhuhn, Einladung. Ich nehme die mal an und guck mal, vielleicht lädt er dich ja auch noch ein. Ja, vielleicht. Wer weiß das schon? Verbindung zur Sitzung fehlgeschlagen. Och, Leute. Hier klappt ja Leute. wieder gar nichts heute. Ja, wieder einer von den Folgen, die wunderbar gut funktionieren. Ja, wo überhaupt nichts klappen will. Also wenn das so weitergeht, dann machen wir einfach wieder. Natürlich habe ich jetzt gar keine Jobs mehr in meiner Liste. Das wird eine Oh, was Folge. für eine Sitzung bin ich denn? Das wird die Folge mit dem Namen Der Ladebildschirm, der größte Feind der Spieler. Ladebildschirm, oh Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Warum hast du mich so gern? Ich mag dich eigentlich gar nicht gern. Ich kann dich nicht mehr sehen. Hey, du brauchst mir zu lang. Ja, Kampfhuhn hat mich eingeladen, ja. Das ist sehr schön, dann nimm die Einladung doch mal an. Ich habe es gerade versucht und keine Ahnung, ging wieder Ich nicht. würde wahrscheinlich auch rausfliegen. Wie ich das Spiel kenne. Ich habe wieder Geld. Yay. 3000. Jetzt sieht man, was mit meinem Geld passiert. Ich habe jede Menge verloren. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist neuerdings ganz komisch. Man verliert hier Unmengen an Geld und auch an Munition. Warum höre ich eigentlich diesen anderen Radiosender? Das verstehe ich nicht. Ich bin übrigens jetzt in derselben Sitzung wie Kampfhuhn. Ich nicht. Du, hä? Du nicht? Bist du auch nicht reingekommen? Nö, ich habe ja auch keinen Job mehr. Ich bin ganz alleine. Ich habe noch drei andere Leute, aber die kenne ich aber nicht. Kann ich jetzt wieder joinen online? Ja, versuch Kommentieren das halt. mal. Ja, aber es ist wieder sehr spannend, was hier passiert. Und Ja, tut mir leid, dass wir hier so viel Zeit immer mit dem Ladebildschirm verbringen, aber der nächste Ladebildschirm. was will man machen? Wenn man euch hier ein paar Missionen zeigen will, dann ist man halt eben darauf angewiesen, hier ein bisschen die Daten zu laden Wir und zu machen warten. einfach, wir machen einfach nie wieder Missionen, sondern machen nur Quatsch. Wir können ja mal diese Gang-Dinger machen. Ich glaube, das haben Ich wir. wollte gerade sagen, das wäre allgemeine Überlegung wert. Das könnt ihr ja auch gerne mal, die ihr da zuschaut, in die Kommentare schreiben, wie euch das am meisten Spaß macht. Ob wir es einfach ab und zu mal versuchen sollen, ein paar Missionen zu machen. Oder ob wir die einfach privat machen, um ein bisschen zu leveln und Geld zu sammeln und mit euch hier einfach nur ein bisschen Quatsch bauen. Wobei Geld sammeln irgendwie funktioniert das ja nicht so ganz. Geld sammeln funktioniert nicht immer so gut, ja, genau. Also ich bin dir jetzt, glaube ich, beigetreten. Jetzt lass mal diese Gang-Dinger machen, oder? Passiert was? Ja. Ich bin bei euch beiden in der Sitzung. Okay. Weißt du, Hü, was mein du... Auto ist wieder da. Ja, guck mal, wie schön. Mein Auto ist wieder da, ich glaub's nicht. Ich kann übrigens jetzt in der Bude laufen, das ist sehr schön. Ach, ich Lada. freue mich. Steige ich direkt mal hier in mein Autochen ein. Ja, wir suchen dann einfach mal diese Gang-Dinger, dann machen wir halt die. Das bringt halt immer Genau. noch mehr Erfahrung als irgendwie nur Cops umhauen. Genau, da kriegen wir auch ein bisschen Geld und Erfahrung. Das ist gar nicht so schlecht. So, eigentlich wollte ich das Auto hier haben. Eben beim Bist du Rennen. gerade bei deiner Bude? Ich bin bei meiner Bude, ja. Dann komme ich dir doch gleich mal entgegengefahren. Nö, jetzt ist zu spät. Wie, jetzt ist zu spät? Bist du schon... Ah, Kampfhund ist gerade auf dem Weg zu mir. Ja, ich sehe mal gerade, wo ihr seid. Wo sehen wir das denn? Kampfu? Also auf Karte sehen wir das nicht, ne? Nee. Ach, Kampfhund kommt mit dem Motorrad. Kampfhund hat sich heute sehr schick gemacht. Er trägt tatsächlich so ein Smoking. Ja, man kann ja, glaube ich, irgendwo Fliegen kaufen. Ich weiß aber nicht wo. Ja, Fliegen und Krawatten sogar. Ja, Krawatten kann man kaufen, das weiß ich. Genau. Da habe ich mir auch welche gekauft. Ich habe mich ja heute auch ein bisschen schicker gemacht. Ich weiß nicht, wem schon aufgefallen ist. Ich trage ja heute einen Anzug. Zeigst du nicht jedes Mal? Nee, ich hatte die letzten Male nur so eine Sakkojacke an und da drauf eine Jeans. Aber diesmal bin ich tatsächlich komplett im Anzug mit Hemd und allem. Aha, mit Hemd und allem. Ja, ich auch. Ja, Ich denn glaube, wenn ich wir ziehe mir heute auch ein. diese Aufnahme für euch machen, beziehungsweise ihr sie in ein paar Tagen seht, was erzähle ich denn hier? Heute, wo wir diese Aufnahme machen, ist nämlich Sonntag. So. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mich ein bisschen schicker als sonst. Was? Du läufst samstags immer im Anzug rum? Sonntags. Ja, habe ich ja gefragt gerade.
In-game laufe ich dann mit dem Anzug rum. Jawohl. Call us up and see if one of our services is right for you. So, wo bist denn du? Bist du gerade auf dem Weg hier zu uns? Nein, ich bin im Klamottenladen. Wo bist du denn sonst im Laden? Im Klamottenladen. Klamottenladen. Kann ich denn hier auf der Karte sehen, wo ein Gangangriff stattfindet? Ich kann mir neue Sachen kaufen. Aha, Hemden. Ich könnte einfach mal ohne Hemd rumlaufen. Ohne Hemd? Für die Damen. Für die Ladies? Für die Ladies. Oh, es gibt eine neue Weste, eine pinke Weste. Ich komme dir mal entgegen. Ich mag hier nicht die ganze Zeit nur rumstehen und warten. Ja, komm mal entgegen. Ich könnte einen mehr. Was macht denn unsere Aufnahme? Weil wir nehmen ja jetzt schon wieder ein Weilchen auf. Ich habe ja versprochen, auch ein bisschen auf die Zeit zu achten. Wir sind bei 15 Minuten. 15 Minuten? Dann haben wir ja noch ein bisschen. Du kannst doch die Leute nicht einfach so jetzt hier sagen, hier ist Schluss. Nein, das mache ich ja gar nicht. Aber nachdem wir beim letzten Mal ein paar Mal so wahnsinnig lange Folgen produziert haben, mit massig Überlänge, haben wir eigentlich gesagt, dass wir beide ein bisschen auf die Zeit achten. Tatsächlich, die sind noch. Das heißt natürlich nicht, dass wir für euch nicht nochmal eine Folge mit Überlänge aufnehmen, aber nicht jedes Mal. Ich bin übrigens gerade rausgeflogen, nur mal zur Info. Oh nein. Ich wollte gerade shoppen gehen. Es gibt tatsächlich jetzt auch Krawatten. Die scheinen jetzt irgendwie durch den neuen Patch gekommen zu sein. Heute gab es wieder einen neuen Patch. Okay. Hier ist gerade irgendwer mit einem dicken Bugatti angefahren gekommen. Wer ist denn das? Hey Baby, das könnte Kampfhund gewesen sein. Nee, Kampfhund sitzt auf dem Motorrad. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Ich steig mal ein. Ah, ich darf sogar einsteigen. Das ist aber nett. So, Michael ist mal wieder bei den Prostituierten unterwegs. Ist aber diesmal ja so treu und sagt, dass er nicht mit denen geht. Weil er ja treu zu seiner Frau steht. Natürlich, natürlich. Und wie so, ich fahre hier gerade mit einem Kollegen rum. Ich weiß nicht, wer es ist, aber er fährt einen weißen Bugatti. Ja, es ist Gronkh. Nein, allerdings nicht ist Gronkh, nein, Gronkh ist es nicht. Denn Gronkh spielt, soweit ich weiß, mit seinen Kollegen ja auf der Xbox. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Genau. Ja, tut mir leid, hier ist wirklich die Verbindung heute nicht so gut. Ab und zu bist du mal weg oder es fehlen mir ein paar Worte. Deswegen muss ich manchmal so ein bisschen blöd nachfragen. Ja, ich bin auch gerade wieder nicht da. Ich betrete gerade wieder den Online-Modus. Ich wünsche dir Glück. Jetzt fährt er uns hier beide in die Garage. Ja, ich habe jetzt nochmal gerade die neuen Krawatten an und dann ist gut für diese Folge, glaube ich. Ich glaube, mehr kriegen wir jetzt eh nicht mehr gebacken. Jetzt hat er mich hier in seiner Garage abgesetzt und ist wieder verschwunden. Ja, jetzt musst du da rumgammeln, ganz alleine. Ist jetzt eingesperrt. Ich bin wieder bei mir in der Garage. Ich guck mir mal an, was da für Autos rumstehen hat. Hier steht auf jeden Fall so ein Porsche-Verschnitt, ein blauer. Hier steht ein Auto, der sieht ein bisschen aus wie ein Lamborghini in Gelb. Lamborghini. Italienische Auto. Hört sich wirklich an wie die Garage vom lieben Kampfhuhn. Nee, ganz ehrlich, Kampfhuhn war es nicht. Sah anders aus. Und er hieß auch anders. Ich konnte jetzt so schnell mir den Namen nicht merken, aber es war nicht Kampfhuhn. Ich verlasse mal seine Garage. So, ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Auto. Ich habe übrigens ein neues Auto. Von der Collector's Edition. Sehr schön. Ein Elektroauto. Kann ich ja, genau. Zeig das doch mal. Nee, ich will damit nicht fahren. Ich habe auch ein Hot Rod wieder. Auch das ist sehr schön. Aber wir bleiben klassisch diesmal einfach mal bei James Bond. Kam der Hot Rod diesmal auch mit der Collector's Edition? Der kam auch mit der Collector's Edition, ja. Ich musste das ja neu aktivieren aus irgendeinem Grund. Denn als ich das erste Mal GTA Online gespielt habe, war plötzlich alles weg. So. Das ist natürlich doof. Das ist doof, ja. Ich fahre jetzt direkt mal on the run zum, oder ich fliege besser gesagt, zum Klamottenladen. Ja, während wir in dieser Folge wieder nicht so wirklich viel gemacht haben, werden wir uns für die nächste Aufnahme einfach tatsächlich nochmal ein bisschen Gedanken machen, was wir machen wollen mit euch. Damit wir nicht wieder hier nur rumrennen und von Ladebildschirm zu Ladebildschirm hechten. Ja, ich würde sagen, wir machen keine Missionen mehr, das ist zu viel Ladebildschirm. Ich würde sagen, wir machen heute einfach keine Missionen, das scheint heute nicht so gut zu funktionieren. Dann machen wir gleich was anderes Spaßiges in der nächsten Folge. Denn ständig den Ladebildschirm will ja wirklich keiner sehen. Ja, ihr könnt mir natürlich noch zuschauen, wie ich mir eine Krawatte kaufe. Die ich nicht kaufen kann, aber es gibt neue weiße Krawatten. Rang 20, wie weiße cool ist Krawatten, das denn? Ja. Cool. Ab Level 30 gibt es eine schwarze Fliege, die ist glaube ich neu. Und es gibt also auch graue Krawatten ab Level 50. Ja, die Krawatten habe ich mir gestern auch mal angeguckt. Da gibt es so ganz schmale und relativ breite. Ja. Die sehen dann aus wie normale Krawatten, ne? Also ich werde mir dann, wenn ich Level 20 bald bin, eine weiße Krawatte kaufen.
Aber bis dahin bleibe ich einfach bei meiner Weste. Hosen, ich möchte keine Hosen. Aber ja, wir werden uns einfach gleich nochmal so einen Gangangriff vornehmen in der nächsten Aufnahme und dann mal ein bisschen hochleveln uns hier. Ja, aber leider kann man wohl jetzt, kann man hier Smokings kaufen? Nö, ne? Smokings habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir einfach, die Anzugjacke hatte ich ja schon, den Sakko. Ich habe mir einfach eine Anzughose gekauft und ein Anzughemd. Ja, ich laufe eigentlich schon die ganze Zeit immer im Anzug rum. In was für einem Klamottenladen bist du denn gerade? Dann komme ich zum Ende der Aufnahme gerade nochmal zu dir gefahren. Ich bin in dem teuren Laden. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, Hemden für Westen. Ach, die kann man auch noch tauschen. Das ist ja cool. Da ist Kampfhuhn. Da sind jede Menge Leute, die ich nicht kenne. Ja, wo bist du? Wo bist denn du? Ich könnte mal so einen pinken Hemd drauf. Soll ich dir was sagen? Was denn? Du bist in einer ganz anderen Sitzung als ich. Ach, das kann natürlich sein. Ich kaufe mir gerade ein paar Hemden. Ich bin hier mit Kampfhuhn, aber du bist nirgendwo auf der Karte. Ich habe gerade mal geschaut. Hat man jetzt nicht irgendwo mehr... Hallo? Hemden für Westen? Das ist irgendwie komplett neu jetzt, oder? Ach so, das ist noch gesperrt, deswegen. Wo sind meine Sakkos? Hä? Warum kann ich jetzt die Weste nicht mal drunter anziehen? Das kann ich dir nicht sagen. Ach, deswegen. Ach, Kampfhuhn will gerade bei mir einsteigen und, Moment, warte mal. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir beenden Freunde. Hier einfach und sehen uns dann in der nächsten Folge vielleicht etwas organisierter wieder. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Adios.